halt gebaut. Die Stufen sind so gemacht, damit die Damen früher im Reifrock hinauf schreiten ganz können. Einfach. Ganz einfach. So, und jetzt stellt euch nur vor, ihr schreitet hinauf, ihr habt Reifröcke an. Ist natürlich für die Männer ein bisschen blöd, ne? Simone, ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, und also ich weiß ja gar nichts so, ne? Ich weiß weder, was du genau machst. Kannst du so ein bisschen erzählen, was eigentlich deine Arbeit ist, dein Job und warum wir eigentlich jetzt hier zu dieser Kirche spazieren? Naja, hauptsächlich bin ich Gästeführerin und Reiseleiterin. Angefangen habe ich hier 2005. Da habe ich Führungen gemacht im Anschluss von den Eubiner Ritterspielen, die hier stattgefunden haben. Ja, und dann habe ich meine Touristikagentur gegründet. Das wurde immer mehr. Hier in Eubin? Hier, nee, die Touristikagentur habe ich in meinem Büro am Olbersdorf gegründet. Deswegen OSI Tours am Anfang. Jetzt heißt es ein bisschen anders. Und naja, und dann habe ich eben eine Führung nach der anderen entwickelt. Und die erste Führung, die entstanden ist, das war quasi die Führung mit der Magd Brunhilde. Und das war eigentlich eine Figur aus einem Stück der Eubiner Ritterspiele. So hat das angefangen. Okay. Und dann kam immer mehr dazu. Der Burgwart oben auf der Burg, der fragte mich dann, ja, wieso führst du die Leute nur bis vors Burgtor? Komm doch auch rein und mach die Führung drin. Aha, und dann gab es eine neue Kooperation sozusagen dann. Genau, genau. Und dann haben wir eben auch Führungen zusammen gemacht, Burgherr und ich. Und dann entstand als zweite Führung die Führung mit der Burgherrschaft. Mhm. Ja, und so kam eins nach dem anderen dazu. Reiseleitung war dann, kam dann auch noch zusätzlich. Weil der Kollege in Zittau, der brauchte immer wieder Reiseleiter, weil zu viele Reisebusse dann auch unterwegs waren. Dann hat er gesagt, kannst du nicht mal einen Bus übernehmen? Das war für mich auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Aber mittlerweile mache ich das auch sehr, sehr gerne. Man kann auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Man kommt auch mal in die Nachbarländer. Ja. Und so habe ich also das Dreiländereck spielt schon auch eine Rolle, ja? Das ist hauptsächlich mein Aktionsbereich. Ah, okay, okay. Also ich habe so ein Dreieck. Ich sage mal Tschechien bis nach Prag, in Polen bis nach Breslau und hier bis nach Dresden. Also dieses Dreieck decke ich ab. Okay. Na, natürlich hauptsächlich Oberlausitz. Ja. Na, hier sieht es doch schon ganz nett aus. Ja. Und wenn man jetzt als Tourist oder Touristin hier ankommen würde, das schindet natürlich Eindruck, oder? Also ja, mir selber geht es ja immer noch so. Das ist erstmal die Pause. Kommt immer darauf an, wo ich die Gäste schon abhole oder ob ich sie schon mit dem Bus begleite. Ja. Na, dann geht es natürlich schon unten los am Bahnhof. Dann kommen wir hier durch. Aber hier hat man schon so mal den ersten Blick. Ja. Na, dann kann man schon mal unsere große Felsengasse sehen, eigentlich ein Hochwald. Wenn er drüben benebelt ist. Genau. Ja. Dann haben wir die Aktion hier der Ritterspiele, die ja nun schon lange nicht mehr stattfindet, leider. Ja. Die Bühne wird so langsam wieder der Natur zurückgegeben. Aber hier, Kirche, das ist das Kleinod. Das kennen die meisten. Na, Hochzeitskirchlein, Eubin, das ist so der Einstieg dann ein bisschen in die Geschichte. Aber bei mir rückwärts. Aha, okay. Das ist die jüngere Geschichte. Ja. Und wie ist das für dich, also wenn du diese Routen planst, ist das sowas, wo du deiner eigenen Leidenschaft nachgehst, wo du das Gefühl hast, so, oh, das sind eigentlich schöne Orte, die machen mir selber Freude so und du hältst dich da gerne auf oder an was orientierst du dich da? Wenn ich darf und ich darf alleine planen, dann mache ich das natürlich so, wie ich denke, das sind wunderschöne Orte, die müssen wir einfach unseren Gästen zeigen. Ja. Das sind oftmals auch Dinge, die im Katalog noch nie gelesen haben, noch nie gesehen haben. Und wenn dann manchmal Reisebusse, klar, ich stehe dann oftmals im Auftrag. Das heißt, da wäre ich gebucht für festgelegte Routen. Aber manchmal habe ich ein bisschen Zeit zwischen rein und sage, wollt ihr mal was anderes sehen? Mhm. Macht man mal so einen Schwenker. Ja. Und aber hauptsächlich plane ich natürlich sehr gerne selber, weil ich auch weiß, die Touristen brauchen Zeit. Mhm. Und das wird zu wenig eingeplant, leider, okay, von den Reiseunternehmen. Und heute, wo geht es für uns heute hin? Wollen wir noch weiter hoch oder bleiben wir hier? Ja? Nee, hier bleiben die alten Leute. Gut, dann gehen wir weiter. Hier erkläre ich das immer. Und das ist das Besondere in der Oberlausitz. Wir haben ja seit dem Mittelalter eine Glaubensfreiheit.
Und die haben sie ein ganz altes Symbol oben aufgebracht. Nämlich der liegende Sichelmond bezeichnet das Irdische, das Weibliche. Und das Sternchen, das ist das Himmlische, das Klare und Reine. Das gefällt mir gut. Und das ist die Verbindung zwischen Irdischem und Himmlischem. Und das kommt aus dem Alten Testament, wo man sagt, Gott schuf ja erst die Gestirne, hat sie zugeordnet. Und aus dem Alten Testament so ein Symbol auf einer evangelischen Kirche. Das gibt es bloß in der Oberlausitz. Ich liebe auch die Geschichten. Also ich bin ja sehr dankbar, dass ich heute diesen Job hier machen kann, damit ich ein bisschen wieder was Neues erfahre, was man dann immer so Bekannten und Freunden unterspielen kann. Ja, Eindruck schinden. Schön hier. Ja, sonst gehe ich immer durch die Ritterschlucht. Ist allerdings heute doch ein bisschen gefährlich. Die Ritterschlucht ist auch ein ganz alter Weg. Das heißt, ursprünglich wurde der als Falle genutzt. In unserer Burg war schon auch zu vorchristlichen Zeiten ein Rückzugsort für die slawischen Völker, die sich hier niedergelassen haben. Simone, was mir jetzt aufgefallen ist, du hast ja auch gesagt, so unsere Burg. Du sprichst auch so von unserer Burg und das gibt ja irgendwie so eine Heimatverbundenheit, ne? Und das spüren ja ganz viele, die hier leben. Also diese Verbundenheit zu dieser Region, irgendwie auch vor allem zu diesem Dreiländereck-Gefühl. Wie ist denn das für dich? Also bist du schon immer hier gewesen oder warst du auch mal weg aus der Region? So, willst du uns darüber ein bisschen erzählen? Gefühlt bin ich hier schon seit über 600 Jahren. Und das ist eigentlich so das, was ich auch so ein bisschen vermitteln will, die Geschichte. Aber ich war auch mal weg, das heißt aber nie dauerhaft. Also nur wochenendmäßig war ich auch viel in Bayern, das war Anfang der 90er Jahre. Aber dort kriegt man natürlich auch viel Geschichte mit. Aber wenn man so mal ein bisschen in der Gegend ist, also zu Hause, wenn man dann heimkommt, man kommt hier ins Gebirge, man sieht das Gebirge, ich sage, boah, ich darf hier leben, wo andere Urlaub machen. Ja, ja. Ja, und das Gefühl kommt immer stärker. Das ist so. Schön. Na gut, gehen wir nochmal weiter. Ich gucke mich mal wirklich in dünnen Ballerinas an. Aus der Stadt. Ja. Keine Vorstellung davon, was hier los ist. Ganz aber schlimm. Dieser Winter, der ist doch Wahnsinn. Das ist schön, ja. Richtig schön. Ganz schlimm war es mal, ich hatte mal eine Reisegruppe. Die haben unten im Hotel Eugener Hof geschlafen. Haben auch gebucht ein Ritteressen oben im Bergershof. Und vorher war sie so eine schöne abendliche Führung mit mir als Magd Bruni. Bist du denn so kostümiert? Gewandet. Gewandet heißt das, ach okay. Kostüm ist Fasching. Gut. Bei uns ist es Gewand. Das heißt, wir schlüpfen tatsächlich in die Figur. Ah, wie eine Performance. Ja. Okay. Da kann ich mir dann drunter was vorstellen. Ich habe Kunst studiert und genau, da kenne ich das her. Also das finde ich irgendwie spannend, dass du das auch sagst, dass man wirklich hineinschlüpft. Ja. Ist ja irgendwie nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man schauspielt, oder? Ganz anders, ne? Ja. Aber ich sage mal, viele möchten gerne so eine historische Führung machen, auch in der Stadt. Erlebe ich immer wieder. Haben dann quasi ein hübsches Kleidchen an, aber keine Kopfbedeckung. Aha. Und das ist das i-Tüpfelchen. Ja. Ein Gewand ist niemals perfekt ohne Kopfbedeckung. Das ist so. Und die Magd Bruni geht niemals barhäuptig. Aber zurück zur Geschichte. Ich wollte die Gruppe kam hoch, die ersten Damen vorne weg. Es war Schnee, Eisglätte. Wir fingen da oben an zu schimpfen und sagten, das kann doch nicht wahr sein. Das grenzt ja schon an Körperverletzung, dass wir hier hoch müssen. Und da musste ich schon manchmal fragen, was haben die sich vorgestellt? Ja, auf dem Berg, eine Burg auf dem Berg. Im Winter kommen, ja. Auch noch oben in den Berggasthof ein Ritteressen bestellen. Und ist das hier schon, als würdest du nach Hause gehen? Frage ich mich. Nach so einer langen Zeit ist es schon ein bisschen wieder. Merke ich gerade, dass ein kleines bisschen Herzklappern losgeht. Ja. Aber ansonsten ja, wenn die Saison normal läuft, dann
dann ist es mein zweites Zuhause. Das ist so. Und wie ist das? Also du hast ja nur viel Kontakt mit Touristen aus vielleicht aller Welt, weiß ich nicht. Oder kommen die nur von Deutschland? Oder wie ist das? Also ist es immer deutschsprachig, die Touren? Die sind deutschsprachig zum großen Teil. Ich habe aber trotzdem auch polnische, tschechische Reisegruppen. Ah ja, okay. Ich habe auch Reisegruppen aus der Schweiz gehabt, obwohl die eben, ja, die können ja. Holländer ja. sind auch schon da gewesen, also schon viele, aber wir machen es deutschsprachig und ansonsten haben sie einen Übersetzer dabei. Und was denkst du so, was sind so einprägsame Momente, also was sagen denn Menschen, die diese Region hier so besuchen? Also was haben die denn für einen Eindruck? Schildern die das manchmal? Ja, meistens, also am meisten kommt, dass sie das nie vermutet hätten. Mhm. Dass sie das Zittauer Gebirge überhaupt nicht kannten, dass sie sich einfach mal auf das eingelassen haben, nur mal so zum Test, und dann waren die total überrascht, was es hier alles zu sehen gibt und vor allen Dingen so eng auf dem kleinen Raum. Ja. Ja. Und gibt es auch manchmal Sachen, die kritisieren, also wo sie sich was anderes vorgestellt hätten und irgendwie enttäuscht sind oder wo ihnen was fehlt? Es kommt noch nicht ganz so klar durch, aber ja. wird wahrscheinlich jetzt infolge der letzten Jahre immer mehr werden. Das heißt zum einen ja Gastronomie. Es fehlt ja an Arbeitsplätzen, es fehlt an Personal. Mhm. So kann man den Tourist nicht mehr dementsprechend bedienen. Ja. Das spürt man, das merkt man. In den Gaststätten ist oftmals da so eine gespannte Stimmung dann da. Die Gäste kommen raus. Klar, wenn die nicht viel Zeit haben, dann die sind ja in Eile, gerade die mit Bustouristik da sind. Können dann nicht so schnell bedient werden, dann gibt es Ärger. Na, und ich denke mal, was ein großes Problem werden wird, das ist letztendlich auch unsere Infrastruktur in den Orten, die besucht werden. Mhm. An was macht sich das bemerkbar? Ganz stark, erste Frage ist nun mal so, Toiletten. Wo sind die Toiletten? Ja. Toiletten. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Gedanke, da musste was gemacht werden. Mhm. Gerade in den Orten, wo so stark Besucherstrom da ist, wie hier in Eubin. Mittlerweile bringt die Kleinbahn, die Schmalspurbahn, nicht bloß 100.000 Gäste im Jahr, sondern fast 200.000 Gäste. Was ja eigentlich gut ist. Was sehr gut ist, aber was wir auch wollen. Aber wo man sich natürlich anpassen muss. Ne? Genau. Ja. Das nächste, Bustouristik. Jeder Bus kommt zumindest einmal nach Eubin. Das erste, wenn sie aussteigen, keine Toiletten da. Ja. Na, am Bahnhof gibt es nur eine einzige Münztoilette. Dann haben wir zwar hier im Ort, im Zentrum, da ist ein bisschen was mit Toiletten, aber auch nicht mal gerade sehr gastfreundlich. Und ja, alles musst andere. Musst du das dann manchmal abfangen? Also bekommst du es ab oder wie ist das? Weil wenn man so im direkten Kontakt steht, irgendwo lädt man ja meistens das ab, ne? So das Gemecker ja. sozusagen, was wir ja alle kennen und können. Ja, das Problem haben wir als Reiseleiter generell. Das ist wirklich so, wenn man ankommt, wir wissen es ja, die älteren Menschen sind unterwegs, sind Touristen, und dann geht es schon los, wo ist die Toilette, oh Gott, wie weit, und dann steht man so lange. Das Programm kann nicht anfangen, ja. Wenn man warten muss, man kann auch eine Führung nie loslegen, also weil erstmal der Toilettengang nötig ist. Den muss man sozusagen hier mit einplanen. Den muss man irgendwo mit einplanen. Okay. Und da wir wissen, dass das sehr schwer ist, versuchen wir das schon irgendwo zu verteilen. Mhm. Aber das wird immer schwerer. Und das ist nie einfach. Also das ist das Problem. Ja, das hört sich ja für mich an, als wärst du schon so ein sehr wichtiges Glied quasi in dieser Kette, die irgendwas bewegen könnte. Also weil du bekommst diese ganzen Informationen und hast du das Gefühl, es gibt einfach hier in Eubin vielleicht, aber auch vielleicht in der Stadt Zittau, dass es für dich eine Anlaufstelle gibt, wo du das loswerden kannst, damit sich was verändert? Hast du das Gefühl, du wirst da gehört, oder hast du das Gefühl, das könnte irgendwo angenommen werden? Also ich bin noch nicht den direkten Weg gegangen. Mhm. Ich sag mal, ich müsste sicherlich auf die Gemeinde gehen, mit dem Herrn Bürgermeister darüber sprechen, wenn es jetzt hier Eubin betrifft. Aber das Thema ist ja schon jahrelang bekannt. Okay. Das Thema sprechen wir immer wieder mal an. Und wenn es um Strukturen geht und wenn es um bestimmte Veränderungen geht, ist aber genau das, es werden die Gästeführer, die wirklich den ganzen Tag mit Touristen zusammen sind, unterwegs sind, deren Nöte, deren Probleme auch auffangen können oder aufnehmen können, die werden an Entscheidungen nicht mit rangeholt, an den Tisch.
Also wäre das sozusagen auch so ein Wunsch oder das so? Das wäre ein großer Wunsch. Ja. Das wäre ein großer Wunsch, ne? Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach auch gut funktioniert, ne? Wenn man dann endlich diesen Austausch hat und auch diese Lücken schließen könnte, genau, die jetzt gerade noch da sind. Genau. Ja. Also ich weiß ja, hier in Eubin ist ja der Gemeinderat, der ist ja auch ganz gut zusammengestellt. Auch der neue Bürgermeister gibt sich ja viel Mühe, auch die Geschäftsführung. Aber wie gesagt, es fehlt letztendlich auch diese Kommunikation miteinander direkt am Gast. Mhm. Jeder will für sich etwas für den Gast tun. Mhm. Aber der den ganzen Tag mit dem Gast zusammen ist, der wird nicht an den Tisch geholt. Ja. Na? Ich weiß ja nicht, wann finden solche Veranstaltungen statt, wann finden solche Sitzungen statt, wo wird sowas entschieden und wann wird es entschieden. Das heißt, das müsste auch noch transparenter gemacht werden, ja? Dass die Stadtgesellschaft oder hier die Gemeinde einfach auch versteht, dass man überhaupt teilnehmen könnte. Aber vielleicht ist das ja so eine Anregung, die man jetzt mitnehmen kann, ne? Das wäre schön, ja. Wenn das das Ziel wäre. Ja. Da ich ja schon seit 2005 hier agiere, habe ich ja schon viele kommen und gehen sehen. Mhm. Ja. Hier auf der Burg ist Gott sei Dank noch ein Mann sehr aktiv, der wirklich schon seit über 20 Jahren, über 25 Jahren hier Burgwart ist. Der hat auch Visionen. Und diese Visionen, die braucht man einfach, um hier was voranzutreiben. Ja. Hast du mal jemanden hier, der auf der Burg mitarbeitet? Ja, dann sind die Maßnahmen nur 3 Jahre. Dann gehen die wieder. Dann haben die sich gerade erst mal eingewöhnt. Und dann hast du diese Leute so weit, dass sie deine Philosophie mittragen. Dann sind sie schon wieder nicht mehr da. Ja. Und die Verwaltung der Burg sitzt unten. Da hat man natürlich immer viel, wo man sagt, hey, dieses Jahr haben wir wieder 3 Jahre Burgfest. Wir müssen einiges machen, wo die Gäste, die uns immer wieder besuchen, immer wieder in Höhe bringen kann. Also Pläne gibt es viel. Es gibt auch viele Ideen. Aber vom Reden alleine passiert nichts. Also die Umsetzung ist das Problem. Und die Umsetzung muss wirklich vor Ort passieren. Und da gehören mehrere dazu. Wirklich die Ideen haben, die auch die Philosophie tragen und letztendlich auch diejenigen, die wissen, wo das Geld herkommt. Ja. Das ist halt so. Ne? Es gibt ja jetzt auch schon einfach diese jungen Formate. Ich denke zum Beispiel an das Kommen und Gehen Festival, was hier ja jetzt auch regelmäßig jedes Jahr ein Event mitgestaltet hat, oder? Also da, und das hat doch auch großen Zuspruch gehabt, oder? Also da waren ja schon sehr viele Leute da, so wie ich es in Erinnerung hatte. Dafür, dass es eigentlich niemand kennt. Das haben wir beobachtet mit gemischten Gefühlen. Okay. Weil Was war gemischt? Es war nichts Nachhaltiges. Mhm. Na, es wird zwar hier ein großes Bromborium gemacht. Es wird mit Sicherheit, fließen ja auch Fördergelder rein. Aber es ist nicht nachhaltig. Und es wird wirklich nicht das Publikum, was eigentlich die breite Masse ist. Mhm. Wirklich Kultur hier erleben zu können und vor allem die Anlage so zu gestalten, dass diese Gelder, die dort akquiriert werden, dass vielleicht sogar ein Teil letztendlich auch mal hier hängen bleibt. Ah, damit okay, man wieder etwas, verstehe. Also etwas das wäre so der Wunsch, kann. Dass wenn Leute diesen Ort auch neu für sich entdecken und den auch nutzen, also vielleicht können wir da nochmal näher drauf eingehen, also weil du sagst so, dieses Nachhaltige, kannst du das nochmal ein bisschen konkreter ausführen, also was du darunter verstehst, weil das finde ich spannend irgendwie, also ich finde, das ist auch so ein Punkt, den kann ich irgendwie nachempfinden, aber was es jetzt für diesen Ort hier bedeutet, das kann ich noch nicht so richtig verstehen. Also ich versetze mich auch immer so ein bisschen in mich hinein, was möchte ich gerne, wenn ich weiß, da fließen Fördergelder, da wird etwas geboten. Dann möchte ich aber mal zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen können und sehen, dass da aus diesen Geldern, ob es nur Eintrittsgelder sind, ob es jetzt Fördergelder sind, ob jetzt Kultur gemacht worden ist, dass irgendetwas hängen bleibt. Mhm. Und beim nächsten Besuch, vielleicht nicht beim zeitnahen, sondern vielleicht auch mal in 1-2 Jahren, dass irgendetwas wieder neu entstanden ist, wo ich sagen kann, boah, das hat jetzt die Anlage wieder ein bisschen bereichert. Mhm. Also gibt es konkrete Wünsche, was die Anlage hier braucht? Ja. Ja, wir brauchen visuelle
Informationen für die Menschen. Also so wie Informationstafeln sozusagen, oder? Nee, ich meine nicht in Textform, sondern ich meine wirklich in Form von Gestaltung. Mhm. Ich zeig dir mal etwas. Ja, gerne. Dieser steinerne Mönch, der ist von einem Burgfest zurückgeblieben. Und zwar haben wir in Steinmetz in Jonsdorf, der wird zum Burgfest immer eingeladen, der macht hier auch Steinmetzarbeiten. Und er hat diesen Mönch schon mal vorgefertigt. Genau, und der hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, der muss einfach hier bleiben. Allerdings war das wirklich dann ein Sponsoring vom eigentlichen Burgwart persönlich. Und von noch einem, der uns gut gewogen ist, der auch persönlich sein Geld dazu gegeben hat. Das ist jetzt ein Beispiel. Und das ist sowas, das wünschen sich die Menschen, die hier mit dieser Burg in Arbeit stehen. Also dass man halt tatsächlich so wie so kleine Artefakte irgendwie auch sammeln kann, die an irgendwelche Events oder so erinnern, wo man eine Geschichte dazu erzählen kann und wo man sieht, da gibt jemand was dazu. Ja, nicht nur die Events, es ist einfach die Fantasie. Ja. Und letztendlich das Zeichen für den Ort. Dieser Mönch ist ja nicht nur vom Burgfest zurückgeblieben. Die Leute heute wissen das ja nicht. Aber ich merke die Reaktion der Gäste. Mittlerweile gibt es Leute oder Gäste, die haben ein Foto und kommen schon, ich suche diesen Mönch, wo ist der? Na, die kommen deswegen, weil die das sehen wollen. Und wenn die hier hochkommen, auch abends ist das ganz stimmungsvoll. Wir gehen durch den Kreuzgang und plötzlich siehst du diesen Mönch. Irgendeiner entdeckt ihn und sagt dann, boah, der passt hier einfach hin. Die Geschichte dahinter, wir wissen zum Beispiel, dass da oben die Bibliothek der Mönche war. Eine ganz bedeutende Bibliothek. Solche Teile wünschen wir uns eben mehr. Mittlerweile sind ein paar entstanden, 3 Skulpturen haben wir hier, aber die sind alle nur durch Privatgelder finanziert worden. Mhm. Aber wir haben auch Pläne, zum Beispiel gerade an das Motiv, was wir jetzt haben. Das sind die bedeutendsten Motive vom Eubin, wo Caspar David Friedrich und Carl Gustav Carus gezeichnet haben. Die Originalgemälde davon hängen in den Museen, in den großen Galerien in New York und in St. Petersburg. Und kein Motiv in der deutschen Romantik wurde in Deutschland so oft gemalt wie der Eubin. Ja, okay. Das ist ein Thema. Ja. Und damit Thema könnten wir ja einfach auch hier glänzen. Aber es fehlt noch ein bisschen, also das zum Beispiel, ja, ich würde jetzt vermuten, wenn man das so die Bevölkerung fragt, die hier lebt, ob die das eigentlich wissen, dass es hier so einen Schatz gibt, mit dem man eigentlich total gut ja einfach auch so einen Touristen, ne, an Land ziehen könnte. Bin mir nicht sicher, ob das so viele wissen. Also in der letzten Zeit wurde sehr viel Werbung gemacht, ja, in die Richtung auch gesprochen. Ja. Und wir müssen auch sagen, und da komme ich jetzt darauf, Zittau hat uns hier eine ganz große Hilfestellung geleistet. Das Museum von Zittau, Dr. Knüvener, ja, aber auch der Vorgänger, also die Museumsdirektoren, die haben das ja schon vorher geplant, die große Romantikausstellung, die genau, letztes Jahr die stattfand und die bis in den Januar reinging, und das Eubin ein großes Thema gewesen, und es wurde zwar ein großer Katalog gemacht, es wurde auch Film gedreht, es wurden Konzerte gemacht, wir haben auch ausgetauscht, die Gäste, aber was ist jetzt nach 2-3 Jahren? Das Einzige, was zurückbleibt, wenn jemand sich informiert, das ist vielleicht der Hinweis darauf, dass das die Motive sind. In der Führung sagen wir es immer. Wir haben es auch in den Schrifttafeln, also im Text, aber visuell. Also einfach, und da kommt jetzt wieder so eine Idee. Wir planen genau hier oben an dem Absatz, wo die meisten Leute stehen und genau das fotografieren. Dort eventuell auch so eine steinerne Stele zu stellen, wo man auch sieht, Malerbrett, zum Beispiel so eine Art wie eine Staffelei. Dass man sich so in die Situation des Malers hineinversetzen kann. Man sagt, und die Leute vor allen Dingen auch sehen, das ist ein Punkt, das ist ein Motiv. Ja. Einfach diese Bezugspunkte schaffen, ohne dass man viel Text lesen muss. Ja. Sowas wäre so eine Idee. Ne? Und das, was mich immer, das fällt mir immer auf, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simone,
Weil hier gerade das ist die tschechische Übersetzung, ne, vom Kreuzgang drunter. Genau. Und hier gibt man sich ja anscheinend schon Mühe an dem Ort, eben dieses tschechische Publikum auf jeden Fall mit einzubeziehen. Mhm. Dann haben wir noch Polen und ich merke selber, wenn ich bin gerne unterwegs im Dreiländereck und merke immer, als Deutsche fällt es mir ziemlich leicht, irgendwo da drüben anzukommen, mich zu informieren, auch so kulturelle Sachen einfach gut mitzunehmen. Habe aber das Gefühl, das ist, kann hier wirklich noch besser laufen. Aber wie siehst denn du das als Reiseführerin? Du hast vorhin schon gesagt, Führungen werden angeboten in beiden Sprachen, aber so die Beschilderung und das Gefühl, dass man wirklich quasi so tschechische und polnische Menschen, die Lust haben, auf diese Region so richtig so mitzunehmen und die direkt anzusprechen, wie fehlt das oder was sagst du? Da sind wir, glaube ich, sogar schon sehr weit voraus. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich für Tschechien und Polen, das, was ja nun wirklich unsere Nachbarländer sind, da laufen ja auch Projekte, die grenzübergreifend sind. Deswegen werden auch diese Sprachen schon in die Beschilderung mit reingenommen. Aber ich muss sagen, schon seit Jahren gibt es hier an der Burgkasse für die Gäste, egal aus welchem Land die kommen, egal welche Sprache die sprechen, gibt es eine Broschüre. Mhm, ne? Es wird dann gefragt, in welcher Landessprache. Wir haben sogar in Chinesisch. Ja. Also selbst das ist schon da. Perfekt. Also das haben wir. Und klar, diese Tafeln, die kosten alle Geld. Und diese Infotafeln, die wir hier haben, die sind übrigens jetzt ganz neu auch entstanden letztes Jahr. Auch ein bisschen in meiner Zuarbeit. Denn das sind teilweise auch meine Texte. Und die wurden in Tschechisch übersetzt, weil die tschechischen Gäste, die haben wir am meisten hier. Wir haben manche Tage sogar 95% tschechische Gäste. Sehr gut. Ja. Also das ist schon viel. Und die nehmen die Burg Eubin auch so ein bisschen als Wallfahrtsort, weil es ja letztendlich auch geplanter Altersruhesitz für Kaiser Karl IV. War. Und das ist der Patron der Tschechen. Mhm. Also die verehren den Mann unheimlich. Ich übrigens persönlich auch. Weil ich finde, das ist ein Herrscher zu der damaligen Zeit, der einfach seinen Dingen weit voraus war, viel weiter gedacht hat. Ist ja auch spannend, einfach sowas zu erfahren. Ne? Also, dass solche Menschen haben ja so eine Region auch geprägt mit ihrem Dasein und sich da irgendwie nochmal so zurück zu erinnern, wo man heute vielleicht auch wieder Parallelen knüpfen könnte oder so. Ne? Ja, sich ja. Inspiration holen aus der Vergangenheit. Und was auch oftmals unterschätzt wird, die Rolle der Frau im Mittelalter. Die war eigentlich viel bedeutender, als die Kirche letztendlich das dargestellt hat. Richtig. Die Frau sollte ja immer so dem Manne unterstellt sein. Also das kleine Heimchen zu Hause hat die Augen nicht aufzuschlagen, hat die Füße zu verstecken, die Hände zu verstecken, sich immer gerade zu halten. Aber die war diejenige, die letztendlich den ganzen Haushalt geschmissen hat. Und Haushalt bedeutet die gesamte Burg. Das heißt, die gesamten Gesindeschaften, alles, was hier war, stand unter der Leitung der Burgherren, der Dame. Auch das Management. Richtig. Ja. Ne? Weil die Männer ja sowieso immer unterwegs waren. Und oftmals war es auch die Sache der Frau, die Burg letztendlich verteidigen zu können. Denn wenn die Männer weg waren und es waren irgendwelche hier unterwegs und wollten die Burg einnehmen, musste die Frau wirklich alles in Bewegung setzen, dass der Besitz in der Familie bleibt und eben nicht an andere abgegeben werden muss. Hm. Oftmals heute noch so. Hm? Ich sage immer, die Frauen haben die Finanzen in der Hand. Ja. An die Familie geben sie das letzte Hemd, aber die sehen auch zu, dass der Familienbesitz niemals in fremde Hände fällt. Das ist heute noch so drin. Und mancher Burgherr hat seiner Dame zu verdanken, dass er überhaupt noch die Burg besitzen durfte. Wow. Aber das ist ja schön, dass man hier tatsächlich... Kennst du das nicht? Nee, ich kenne den Raum gar nicht. Also ich kenne das Bild. No? Oben in der Kirche, hinten aber in der kleinen Kapelle. Genau, aber ich kenne halt nicht diese Visualisierung. Das beides existiert dort drinnen, ne? Das sind nur die drei Fenster. Mhm. Und eigentlich sind es 5 Kapellenfenster, eins hier und eins hier noch. Aber das ist das Bild, was Caspar David Friedrich dann geschaffen hat. Und der hat dieses Bild in mehreren Varianten geschaffen. Erst ohne dem hier vorne. Und dann hat er hier Ulrich Hutten und so einen Sarkophag angebracht.
Und es soll Ulrich Hutten sein, aber es ist er nicht, passt überhaupt nicht in die Zeit. Aber wir sagen immer, es ist ein politisches Bekenntnis von dem Maler, weil der hat diesen Mann in altdeutscher Tracht, und zwar in der Freimaurertracht, gemalt. Das ist ein Das ist ja eh immer spannendes Spannende, weil das erzählt ja so viel Geschichte, so eine Malerei. Und man muss halt wirklich auch die Symbolik dahinter erkennen, ne? Und wissen, dass es eben so eine Tracht ist. Dann ist gut, wenn es ja, so Reiseführerinnen gibt wie dich. Das, was ich schade finde, das habe ich aber auch in der letzten Schulführung erst mitgekriegt. Also das war wirklich eine Schulklasse. Und die waren eigentlich in dem Alter, wo wir früher in Kunsterziehung hatten wir die Romantik als Thema. Ja? Und die haben das gar nicht mehr als Thema. Und wenn, dann nur kurz angeschnitten. Aber gerade unsere regionalen Schulen müssen das Thema eigentlich richtig bringen, weil der Eubien ist Motiv der Romantik gewesen. Ja. Einer der bedeutendsten. Und damit hätten die Bezug. Ne? Um das pädagogisch aufzuarbeiten. Außerschulischer Unterricht und letztendlich Bezug zur Heimat und zur Region. Damit die Kinder auch wissen, was haben wir denn eigentlich hier? Die lernen durch ihre Eltern Italien, Spanien und sonst was kennen, aber die eigene Heimat nicht. Nee. Das ist schade. Stimmt, ist so. Also tatsächlich, wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, dann habe ich auch das Gefühl, man hat sich schon Mühe gegeben, gerade in Zittau, ne, dass man so den Heftergiebel mal zeichnet und so ein bisschen reinfühlt, ne? Was es damit auf sich hat, aber Eubien stand nie auf dem Plan. Genau. Und der Friedhof, den gab es schon immer hier oben. Seit dem 16. Jahrhundert. Aha. Also seit 1500. Ein bisschen langsamer gehen. Wenn es noch nicht nach. Seit 1515 gibt es den. Und zwar ist der entstanden aus der Aufmalung. Ne? Das ist doch der Wahnsinn. Und das ist genau das, was die Leute dann so sagen. Das erwarten die einfach nicht. Ne? Ich kenne das doch eigentlich, aber irgendwie ist es mich total. Wir haben quasi ins Staunen bringen. Hier hinten, die Kirche ist ja zum einen Teil in den Felsen eingemeißelt worden, so 23 Meter, in den Felsen direkt rein. Aber weil immer Wasser in die Kirche reindrückte, haben die dann mal sich entschlossen, diese Kirchenwand freizumeißeln. Und da ist hier hinten rum, geht dieser Felsumgang. Und aus dieser Meißelarbeit, die in 3 Jahren passiert ist, haben die so viel Schutt, also quasi so viel Sand angesammelt, den haben die hier auf das Plateau aufgeschüttet. Und so ist der Friedhof entstanden, seit 1515. Okay, aber das ist ja eigentlich so dieser Prozess, so, ne, dass man halt einfach was freilegt und irgendwo den Schutt wiederverwertet und darauf wieder ein neues Podest baut. Das finde ich irgendwie so im übertragenen Sinne irgendwie ganz schön. No? Am Ende stelle ich immer so eine Frage, wir drehen am Glücksrad. Und es ist die Frage, was wäre, wenn? Und du hättest jetzt die Möglichkeit, für dieses Jahr etwas hier in Bewegung zu setzen. Was wäre, wenn du diese Möglichkeit hättest, was würdest du tun? Ja, spontan fällt mir ein, für die Touristen und für den Ort, genau unten am Bahnhof, da wo die meisten Touristen, die meisten Gäste ankommen, einfach einen ordentlichen, modernen, funktionierenden Toilettentrakt hinzubringen. Einen Lokus für Eubien. Lokus, genau. Sehr gut. Ich glaube, das ist schön, weil es einfach wirklich das Problem auf den Punkt bringt, ne? Das, was du vor uns angesprochen hast. Mhm. Finde ich irgendwie sehr gut und es steht auch irgendwie für Menschen wie dich hier in der Region, weil es einfach so praktisch gedacht ist und einfach wirklich wirksam wäre. Ja, und so die Gäste wären entspannt, ja, und könnten entspannt den Ort und natürlich auch alle Sehenswürdigkeiten genießen. Toll. Ich danke dir sehr. Es war wirklich eine schöne Runde hier. Ich danke dir. Danke.